Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Heute möchte ich euch gern die Alpine Foxes vorstellen, die alpinen Füchse. Ich habe sie kennengelernt vor ein paar Monaten auf Facebook, wo sie Spaziergänge durch Wien angeboten haben. Und da habe ich in der Zwischenzeit schon einiges mitgemacht, durch den ersten Bezirk, dann letztens durch den vierten Bezirk, durch den 19. Sehr interessant fand ich auch den Spaziergang durch den 6. und 7. Bezirk. Und eine Führung war in Zusammenarbeit mit den Klinik-Clowns, war auch spannend und kann man auch alle noch auf YouTube oder auf Facebook nachschauen. Dauert so ungefähr dreiviertel Stunde. Und ich finde, sie sind sehr lebendig, sehr sympathisch gemacht. Die Claudia von den Alpine Foxes macht das eben immer und sind auch für blinde Leute sehr gut mitzumachen, weil sehr viel erklärt wird, sehr anschaulich. Während der Pandemie gab es einige Online-Veranstaltungen. In der Zwischenzeit sind sie schon wieder in echt unterwegs und die Facebook-Veranstaltungen waren kostenlos. Man kann aber auf buymeacoffee.com auch ein Bier oder einen Kaffee spendieren. Und die Claudia erzählt uns jetzt ein bisschen genauer über ihr Angebot. Liebe Freunde, hallo, hier ist die Claudia Muchic von den Alpine Foxes. Meine Namenskollegin, die Claudia, die diesen wunderschönen Blog über Wien hier gestaltet, hat mich gefragt, ob ich nicht einen kleinen Beitrag machen könnte für ihren Blog. Und ja, ich mache das natürlich sehr, sehr gerne und erzähle ein bisschen etwas über mich und die Alpine Foxes. Ich bin seit dem Jahr 2007 staatlich geprüfte Stadtführerin. Ich war bisher alle Jahre immer sehr, sehr viel mit Amerikanern unterwegs und bin natürlich knallhart getroffen worden voriges Jahr von Covid, weil mein voller Terminkalender auf einmal vollkommen leer war. Parallel dazu hatten wir, also meine Familie und ich, unsere kleine Firma gegründet, die Alpine Foxes. Wir wollten weg von den vorgefertigten Programmen, die die Travel Agents so für die amerikanischen Gäste immer anfertigen, hin zu mehr individuell gestalteten Programmen. Wir wollten selber mit den Kunden ein Programm erarbeiten und nicht etwas Vorgesetztes oder Vorgefertigtes vorgesetzt bekommen. Wir wollen ein bisschen mehr einen Insiderblick in unsere geliebte Stadt, in unser geliebtes Land bieten und nicht so diesen touristischen Blick. Und so haben wir voriges Jahr, trotz dem Beginn des ersten Lockdowns, haben wir die Alpine Foxes ganz einfach gegründet und gesagt, irgendwie werden wir das schon schaffen mit dieser kleinen Firma, die wie unser Baby ist. Sie liegt uns wahnsinnig am Herzen. Und nachdem keine internationalen Touristen kommen, haben wir gesagt, okay, dann konzentrieren wir uns einfach auf Kretzelführungen. Wir machen Führungen für Einheimische, für Wiener, für Österreicher, die es nach Wien verschlägt und präsentieren ihnen die eigene Stadt aus anderen Blickwinkeln. Und so haben wir im Sommer begonnen mit zuerst noch sehr kleinem Erfolg, später sind dann immer mehr Gäste gekommen. Wir haben so einen kleinen Kreis von Stammgästen um uns herum gesammelt. Und dann kam allerdings der zweite Lockdown im November und wir waren wieder ganz entsetzt und haben gemeint, gut, dann machen wir eben virtuelle Führungen. Wenn es anders nicht geht, dann machen wir virtuelle Führungen. Und so haben wir im November angefangen mit unserer ersten virtuellen Führung. Die war durch die Salesianergasse. Das sollten immer nur so ganz kurze Führungen sein zu speziellen Gassen, zu speziellen Themen, die vielleicht auch Leute, die genau in dieser Gegend wohnen, anlocken und interessieren. Und so haben wir eben eine Führung zur Salesianergasse gemacht, virtuell mit unserem Telefon durch die Gasse gehend. Und da sind schon einige wenige Leute mit uns mitgegangen online. Dann haben wir eine Führung in Hietzing gemacht durch die Gloriettgasse. Da war es auch noch recht bescheiden von der Teilnehmerzahl. Dann haben wir eine Adventführung gemacht, die Weihnachtslichter der Innenstadt. Und dann
kam die Führung Geheime Innenstadt und da ist das Ganze irgendwie total viral gegangen und es sind 3600 Leute virtuell mit uns mitgegangen, wie wir so ganz, auf ganz geheimen, verwundenen, verwunschenen Wegen, die man normalerweise nie geht in der Innenstadt, durch den ersten Bezirk gegangen sind. Und damit ist unser, sage ich jetzt mal, kleiner Erfolg eigentlich losgegangen. Seither sind immer hunderte Leute bei unseren virtuellen Führungen dabei. Wir haben jetzt schon relativ viele gemacht. Die letzte war erst vorgestern in der Gluthitze durch den vierten Bezirk. Und ich muss sagen, diese Führungen und diese Gemeinschaft, die sich gebildet hat im letzten halben Jahr, haben uns durchgetragen durch diese sehr, sehr schwierige Zeit des Tourismus. Und viele Gäste, die uns dann Kommentare schicken online, schreiben auch, dass eben diese Idee, dass sie mit uns durch Wien gehen konnten in einer Zeit, in der Reisen so schwierig ist und praktisch unmöglich war, dass die sie auch durchgetragen hat. Und so haben wir, war es ein gegenseitiges Geben und Nehmen und wir haben uns gegenseitig durchgeholfen durch diese dunklen Monate. Jetzt sind seit einigen Wochen wieder echte Führungen möglich. Ich habe schon einige gemacht und es ist so schön, dass jetzt Leute, die bei vielen virtuellen Führungen dabei waren, auf einmal wären sie Gesichter, die mir gegenüberstehen. Das macht sehr große Freude und sehr großen Spaß. Auf der anderen Seite behalte ich die virtuellen Führungen auch bei, weil mich viele Leute ganz einfach drum gebeten haben. Es gibt Leute, die sind krank, die können ihr Heim nicht verlassen. Es gibt Leute, die können noch nicht reisen oder wollen noch nicht reisen und die gehen nach wie vor virtuell durch Wien mit. Wir haben auch schon eine Führung durch Salzburg gemacht online, eine durch Graz. Wir haben eine Charity-Führung mit den Klinik-Clowns gemacht durch die Innenstadt, die Wiener Innenstadt. Und die nächste virtuelle Führung wird am 4. Juli in Dürnstein stattfinden. Das heißt, die Alpine Foxes werden sich wieder ein bisschen aus Wien hinaus bewegen. Also es gibt einiges, wir sind sehr kreativ, wir haben große Ideen, wir werden nicht müde, die Stadt für alle, die sich dafür interessieren, zu erforschen, zu entdecken, coole, interessante Geschichten euch zu erzählen. Und wir freuen uns natürlich, wenn viele Leute mitkommen und viele Leute die Führungen schön finden und interessant finden, denn das macht uns glücklich. Die nächsten Pläne sind weiterhin Face-to-Face-Führungen. Wir haben ein ziemlich großes Portfolio von der geheimen Innenstadt bis hin zu Sigmund-Freud-Spaziergängen, medizinisches Wien, verschiedene Bezirke, so wie das Servitenviertel im 9. oder den 6. und 7. Bezirk mit den Durchhäusern. Dann eventuell wird auch angedacht, mal das Schloss Schönbrunn zusammen mit dem Schlosspark zu führen. Wir bieten eine Weinwanderung auf den Nussberg an und parallel dazu eben immer wieder virtuelle Touren. Und auch da werden wir nicht müde, Neues für euch zu erfinden. Zuletzt möchte ich noch erklären, woher der Name Alpine Foxes kommt. Es ist ein Familienbetrieb. Wir sind eine Familie von 4 Leuten, mein Mann Martin, mein Sohn Nico, der auch das Marketing für uns macht, und unser Sohn Jakob, der derzeit in den Niederlanden studiert, und natürlich ich. Ich bin sozusagen die Feldkämpferin. Ich gehe für euch hinaus und suche die neuen Geschichten zusammen und führe das Ganze dann auch. Und wir haben uns Alpine Foxes genannt, weil wir alle mehr oder weniger die Berge sehr lieben, weil wir alle so gewissermaßen in den Bergen aufgewachsen sind, teilweise in den steirischen, teilweise in den Kärntner Bergen. Und weil wir halt wie die schlauen Füchse durch die Stadt gehen und neue Ecken auskundschaften, neue Geschichten erforschen, die euch interessieren werden und die euch Spaß machen, mit uns gemeinsam zu entdecken. Das ist unsere Hoffnung. Und außerdem sind von den 4 Mitgliedern der Alpine Foxes 3 rothaarig. Das passt auch in das Bild der Füchse hinein. Die Alpine Foxes würden sich sehr freuen, wenn
ihr, die ihr uns vielleicht noch nicht kennt, uns vielleicht einmal besucht bei einer echten Führung. Auf unserer Facebook-Seite Alpine Foxes werden die auch immer wieder ausgeschrieben. Jetzt in den nächsten Tagen kommen neue Termine dazu. Auf der Facebook-Seite werden auch die Online-Führungen ausgeschrieben. Die kann man auf Facebook oder auch, wenn man kein Facebook-Konto hat, wunderbar gemütlich von zu Hause aus mit einem Drink in der Hand begleiten. Viele, viele Stammgäste haben wir schon, die bei jeder Führung dabei waren. Und ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr Sonderwünsche habt, auf booking@alpinefoxes.com, alpinefoxes.com, sind wir für jeden Wunsch, für jeden Bezirkswunsch auch offen. Wir basteln gerne für jeden von euch eine eigene Führung, denn das ist genau das, was wir lieben und wofür wir leben. Für Wien, für Österreich, für die Führungen, die uns einen riesigen Spaß machen und letztendlich auch für euch, die ihr mitgeht, die mitgegangen sind und die vielleicht auch in Zukunft treu mitgehen werden. Ich hoffe, dass wir uns bald einmal sehen, ob online oder in echt. Und ich danke noch einmal Claudia, dass ich hier mich kurz vorstellen durfte. Alles Liebe euch allen von den Alpine Foxes und von Claudia. Tschüss! Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info.